Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Super Mario 74. Sorry nochmal für den letzten Part, der war ziemlich scheiße kommentiert, aber... ich war ein bisschen schlecht drauf. Und ich habe mich dazu entschieden, ich mache diesen scheiß Stern in der ersten Welt nicht. Ich weiß aber, dass es hier nochmal einen Stern gab, mit dem man, was? Moment mal. Gab es hier nicht einen Stern mit einer Metallkappe? Oder übersehe ich da gerade was? Oder war die Metallkappe hier unnötig? Moment mal. Moment. Das will ich aber, das will ich nachprüfen. Wofür ist dann bitte schon die Metallkappe? Beziehungsweise, wofür ist der Schalter da unten? Ach ja. Ach ja, den haben wir ja schon gemacht. Stimmt. Ich bin behindert. Okay. Dann rein in die nächste Welt, denn da gibt es auch knackige Sterne wieder zu holen auf jeden Fall. Und ja, kurz gesagt, der ist da oben. Ich glaube, da oben ist sogar noch eine Welt und es wird mich wieder tierisch aufregen, da jedes Mal wieder hinzulaufen, aber ja, hinzuspringen. Ach komm, Kamera. Ach komm, ich will mich nicht über... Reg ich mich nicht ständig über die Kamera auf, weil... ne? Ist halt so. Ne, der gute Pegasi meckert auch schon die ganze Zeit, dass ich über die Kamera mecker. Mecker, mecker, mecker. Mecker, mecker. Ich weiß, Luke Millard kann dafür nichts, aber... trotzdem, ein bisschen meckern darf man doch, oder nicht? Ich meine, wenn Nintendo noch so gute Spiele macht, darf man auch nicht über ihre Spiele meckern, oder? Ich finde, so ein bisschen Kritik an, an Hex geht doch auch klar, oder nicht? Ich meine, klar, es ist eine Free, es ist ein kostenloses Spiel, aber... es ist Safe State. Aber ich finde, man darf trotzdem so ein bisschen meckern darf man doch, oder? Willkommen in einer neuen Welt... achso, ja, cool. Warum lese ich das noch vor? Ach, das scheint die Rutsche zu sein, von der mal erzählt wurde. Stimmt. Ah, die Rutsche. Alles klar. Okay. Stimmt, da war ja mal die Rede, dass es so eine Frosty Slide gab. Und das ist diese Frosty Slide. Beziehungsweise diese Eisrutsche. Ich frage mich auch gerade, gibt es hier 100 Münzen in dem Level? Wenn ja, wird erstmal jeder Goomba zerstört. Und ich lese mir erstmal das Schild durch, ne? Wichtig. Warnung, diese Rutsche ist sauschnell. Wenn es dir zu schnell wird, spring und mach am besten noch einen Tritt in der Luft. Das bremst ab. Yo. Oh, das ist ja echt schnell. Das ist ja echt schnell, Alter. Fuck, ist das schnell. Selbst wenn ich abbremse, das bringt gar nichts. Ach, Kacke. Jetzt hab ich verkackt. Oh. Oh mein Gott. Ihr glaubt echt nicht, wie schnell das hier ist. Weißt du was? Ich mache keinen Kicksprung, weil ich dann nur wieder auf dem Bauch lande. Ich werde... ist da oben... genau, weil sonst das passiert. Super. Und schon. Wow. Ah, natürlich geht es wieder auf den Bauch. Fick dich. Okay, cool. Erster Tod. Sehr schön. Ich würde sagen, ich mache den zweiten Safe-State direkt hier. Komm, das gönne ich mir jetzt. Gut, dann scheint es hier wohl kein reguläres Level an sich mehr zu geben, sondern direkt danach wieder die zweite Bowser-Welt. Und warum nicht? Und hier gab es nur eine rote Münze, oder? Oder bin ich... gut, dass ich gestorben bin. Sehr gut. Hallo? Ey, das ist doch... das ist abgewichst, finde ich. Ja, das ist sehr abgewichst. Okay, und das ist noch abgewichster, weil ich dachte, dass da, dass da die zweite... was heißt die zweite? Ich dachte, dass dort so eine Wand ist und ich kann mich daran abstützen, aber ist nicht so. Okay. Okay. Ach nee, richtig, es gab hier zwei rote Münzen. Ah, stimmt. Richtig. Aber ich finde die Idee allgemein cool, dass man hier so eine schnelle Rutsche gemacht hat. Ich meine... gotta go fast! Mäßig. So. Wo geht's eigentlich hier lang, ganz ehrlich? Und wo geht's da lang? Okay, da geht's nirgendwo lang. Es sah für mich nur so aus als... Kamera, hörst du bitte auf? Als würde es da noch reingehen, aber das ist nicht so. Okay. Gut. Okay, dritte rote Münze.
Kann man hiermit ein bisschen abkürzen oder wie sieht das hier aus? Ich würde sagen... Wow. Ich bin echt in Versuchung, einen zweiten Safe-State zu setzen, aber... Erstmal der zweite... Erstmal ein Weitsprung dahin. Erstmal der Weitsprung. So, und nu? Oh, ich sehe schon kaum drei Sprung, wa? Ach komm, ey, warum hat der jetzt nicht geklappt? Warum hat der jetzt nicht geklappt? Ich sollte... Oh. Fakt ist, ich möchte jetzt keinen zweiten Safe-State setzen, weil... Ich möchte ihn erst setzen, wenn ich sicher bin, dass ich eine Menge geschafft habe. So. Und wenn ich jetzt eben ein bisschen runterfalle, dann falle ich halt ein bisschen runter. Das ist egal. Mario, was machst du da? Gönn dir. Dankeschön. Das ist zu deutsch. Scheiße. Mann. Wow. Okay, okay, okay. Okay. Oh Mann, Alter. Ich finde das gerade so beschämend, dass ich mich hier so abtaste. Wäre ich ein richtiger Skiller, würde ich hier... Spring wie ein junger Gott. Zweiter Safe State. Ich hoffe, ich habe ihn gesetzt. Ich hoffe, die F5... Okay. Okay, die F5-Taste hat gewirkt. Es kam eben kein Leck. Kein Leck. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Okay. Womit jetzt wieder das Failen beginnt. Und ich will den richtigen Moment haben, wo ich da drin... Oder wo ich da auf der oberen Plattform drauf lande. Oh. Okay. So. Da ist bestimmt ein Stern. Okay, den gönne ich mir zuerst. Obwohl, sollte ich nicht zuerst die Rutsche machen? Ich weiß nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Block da einen Stern beinhaltet. Ich meine, was soll da sonst drin sein? Ein Keks! Oder der lang ersehnte Kuchen, den wir... den Peach anscheinend nie gebacken hat und anscheinend doch gebacken hat. Um sicher zu gehen. Ja, Stern. Okay, holen wir nicht. Holen wir nicht. Ich würde sagen, ich setze hier erstmal den dritten Safe State und springe dann da runter. Zu der roten Münze. Ich meinte, zu der roten Münze. Dankeschön. Boah, schon vier Stück. Wir sind gut. So, aber ich verstehe immer noch nicht, warum und wie kommt das zusammen, dass Mario anscheinend manchmal, wenn er Bock hat, auf dem Bauch landet und manchmal nicht. Wie hängt das zusammen? Ich verstehe es nicht. Ja, jetzt zum Beispiel. Ich komm da auch nicht von los. Hörst du bitte auf, Mario? Okay. Er macht den Gillette Up die Pro Glide 3. Ich find's gerade richtig geil von ihm. Und dann springt er da runter. Ist das dein Ernst, Mario? Nein. Münze holen. Münze holen. Den Trick kann ich ja, ne? In sowas bin ich gut. Boah, wie die... Mario springt einfach 10 Meter hoch, wenn er in Speed ist, Alter. Ja, Mann, der springt einfach... Boah, habt ihr das gesehen, wie hoch der springt, Mann? Alter. Ich würde fast sagen, man kann das hier skippen, weil das ist sowieso unnötig. Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Okay, okay, cool. Gut, ich werde es jetzt gleich so machen. Ich mache es jetzt am besten so, dass ich da runterspringe. An gleich besagter Stelle. Moment. Wartet ab, das wird lustig. Und er landet schon wieder auf dem Bauch. Warum macht er das? Ich verstehe es nicht. So. Oh, komm, komm. Oh, so wollte ich das sehen. Und ich glaube, die Rutsche ist auch gleich schon vorbei. Oder? Hui. Ja. Fakt ist, oder die Frage ist, wo ist die scheiß letzte rote Münze? Sag mir nicht, ich habe die irgendwo verpasst. Oder ist die hier irgendwo hinter? Sag mir bitte, dass sie... Ja, okay, korrekt. Geil. Ja. Okay, sehr schön, Leute. Wir haben das Pensum des Parts erreicht. Und das nach, glaube ich, 10 Minuten oder so. Hurra! Okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wieder da hoch. Ich glaube, es gibt in diesem Bonus-Level auch 3 Sterne. Und der rote Münzenstern war einer von denen. Die anderen beiden sind im Block und unten. Also unten an der Rutsche, wenn man unten angekommen ist. Insofern man unten angekommen ist, insofern man nicht gestorben ist, runtergefallen ist.
Insofern man nicht an die Wand geklatscht ist mit dem Speed, den man hatte. Dann hat man hier 3 Sterne zu holen. Ach komm. Was kann Scheiß mit mir? Los, hoch da. Gehst du jetzt mal da hoch? Wieso macht er das nicht? Geh da hoch. Das hat doch bis jetzt immer super geklappt, Mario. Los jetzt. So. Den 2. Stern, den ich holen werde, ist genau hier. Ich find's gerade richtig beschissen, ne? Ich muss das alles nochmal laufen. Ich find's nur richtig geil, wenn Mario... wenn die Safe Sets so gesetzt sind, dass man... Nein, ich hätte echt ein Safe Set... Oh, ich bin so behindert. Ich hätte es richtig geil gefunden, wenn man die Safe Sets so setzt, obwohl... Ah, das ist behindert. Nee, komm, das müsst ihr euch nicht anhören, weil das ist dumm. Das ist dumm. Meine Überlegung war nur halt, dass ich den Safe Set setze. Und wenn ich gestorben bin oder... Ich sag's mal so, ich setze ein Safe Set, sammle einen Stern, geh nochmal ins Level rein und versuche den nächsten Stern zu holen. Und oh, meine Überlegung ist halt, oder mein Wunsch ist es halt, nach dem Tod den Safe Set zu laden und dann hat man den Stern schon, den man vorher geholt hat und man ist an derselben Stelle. Wäre das nicht cool? Hört sich aber, glaube ich, mehr dumm als cool an, deswegen halte ich doch besser die Schnauze. Mario, geh da hoch. Dankeschön, Dankeschön. So. Aber ich glaube, wir sind jetzt wirklich so langsam mal durch mit dieser Welt hier. Oder mit diesem Gebiet, mit den Welten hier drin. Weil ein anderes Level finde ich jetzt gerade nicht. Oder ist da hinten noch eins? Nö. Einfach nur so ein random Stein. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir dann noch in diesem Part, denke ich mal, die Bowser-Tür auf. Die Sternentür auf. Und dann wird's auf jeden Fall ein bisschen knackig. Hm. Das sage ich euch aber. Und wie knackig das wird. Oh, das wird so richtig geil. Gut. Mario, geh da hoch. Mario, hoch, ja. Geh da hoch. Los. Dankeschön. Oh mein Gott, nein. Fakt ist, wenn Mario rutscht und du in die Ego-Perspektive gegangen bist, geht's aus der Ego-Perspektive nur raus, wenn Mario aufgehört hat zu sliden. So. Ich würde sagen, soll ich hier den Safe-Set machen? Nee, komm, ich mach den da. Ich mach ihn hier. So, Safe Set Nummer 4, glaube ich. Gut, dass ich den Safe Set gesetzt habe. Und ich hätte mich eben fast verdrückt. Ich hätte gerade eben fast F5 gedrückt, anstatt F7. Also ich hätte eben fast geladen. Anstatt geladen hätte ich fast, ja, ein Safe Set gesetzt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen behindert. Ach komm, Mario, jetzt hör doch auf. Alter. Nein. Ach, jetzt hör doch auf, Alter. Jetzt hör doch mal auf. Okay, zum ersten Mal, dass er hier den Wandsprung gemacht hat. Cool, Mario. Warum hast du das die anderen Male nicht gemacht, als ich ein Safe-Set gesetzt habe? Oder als ich kein Safe-Set gesetzt habe? Warum machst du das nicht? Natürlich macht er den Wandsprung erst dann, wenn ich sicher war, dass ich ein Safe-Set gesetzt habe. So richtig dumm. So. Oh, ich dachte, es klappt. Ich dachte, es geht. Das wollte ich kurz austesten. Tut mir leid, Leute. Aber mit einem Seitwärtssprung geht das doch nicht, oder? Doch! Okay, cool. Nein! Nein. Nein. Oh! Ich bin mir immer erst sicher, dass Mario da drauf gelandet ist oder da auf der Plattform ist, wenn auch der Schatten erscheint von Mario. Der Schatten von Marios Antlitz, der macht mich da immer ein bisschen wuschig. So, 2. Stern hat auch nur 20 Minuten gedauert. So, und der letzte Stern. Ich glaube, dass diese Tür da hinten, obwohl, nee, die Sterntür wird mir dazu verhelfen, in die nächste Welt zu kommen. Okay. Ich frage mich gerade nur, wie viele Bowsers wird es hier geben? 3? Oder sogar mehr? Im normalen Spiel, also in Super Mario 64, gibt es 3 Bowser. Einer im Keller, einer im normalen Aufenthaltsraum, also in dieser Halle, wo man halt reinkommt und Bowser halt diese...
Sequenz kommen lässt, nachdem er das Spiel zum ersten Mal gestartet hat. Und dann nach oben. Quasi als Finale. Oben im, ich wollte gerade sagen, oben im Keller. Das macht aber keinen Sinn, Kai. Du Idiot. So, Safe State 5. Und, ja, das passt auf jeden Fall. Nein! Da springt der eiskalt daneben. Nein! Okay, ich glaube, das wollte Gumba gar nicht. Ich glaube, er wollte uns gar nicht schaden. Er wollte uns nur anschubsen. Ja. Okay, dann schubst uns mal an. Hui, das macht so Spaß. Wuhu! Ich überlege gerade, ob ich es auch schaffe, den hier zu machen und dann auf der Plattform da unten zu landen. Klappt's? Okay, das klappt schon mal nicht. Aber was ist denn da unten? Ein weiterer. Da ist ein weiterer Stern. Den holen wir uns. Okay, das heißt, es gibt hier sogar 4 Sterne. Okay, gönnen wir uns. Ich dachte irgendwie, dass dieser Block irgendwas mit der Rutsche zu tun hat, aber das ist nicht so. Und der nächste Stern. Cool. Ja, geil, dann haben wir sogar 4 Sterne in diesem Part geholt, Mann. Bis gleich. Bis gleich. Also, ich will auf jeden Fall den 4. noch holen. Das ist der Rutschenstern? Ich glaube schon. Ja, das ist der Rutschenstern. Krass, 4 Sterne. Das ist ein gutes Pensum. Ja. Ich habe am Anfang immer, am Anfang vom Let's Play habe ich so losgelegt wie die Feuerwehr, weißt du? So 8 Sterne pro Part. Ich glaube sogar mal 9, wohl 9, nee, glaube ich nicht, aber 8, 7. Und dann ging es immer weiter exponentiell runter. 6, 5, 5, 5. Obwohl exponentiell ist das ja nicht. Ich wollte nur ein schlaues Wort einwerfen, weil ich auch schlau bin. Oh, sagt der das Studium abgebrochen hat. Mm. Nee, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Ich wollte halt ein schlaues Wort einfügen, es tut mir leid. Naja, ich dachte mir auf jeden Fall. Und da fahre ich auch sowieso runter. Ich dachte mir auf jeden Fall so. Ja. Weißt du, ich hatte echt gehofft, dass ich es konstant schaffe, so viele Sterne in ein paar zu holen. Aber es war auch irgendwie klar, dass es nicht klappt. Es war auch irgendwie so richtig klar. So klarer als klar. Wow. Klarer als. Weiß ich nicht. Kohlsuppe oder so. Okay, und wir hätten es geschafft. Stern Nummer 4. Yay! Gut. Damit würde ich sagen, Leute, beenden wir jetzt nicht den Part. Wenn ihr gedacht habt, dass diese sprachliche Erhöhung dafür gesorgt hat, dass ihr gedacht hattet, oh mein Gott, diese Erhöhung ist normalerweise immer dafür da, dass er den Part beendet. Nein! Ich mache jetzt hier die Sterntür auf und dann gehen wir ins Bowser-Level rein. So. Ein Stern explodiert, um die Tür zu öffnen. Frag nicht, wieso. Ey, der hat meinen Joke aus Super Mario 64 wiederverwendet. Quasi aus meinem Let's Play zu dem Spiel. Ich habe nämlich mal gesagt... Lol. 5 Sterne! Ich habe nämlich mal in meinem Super Mario 64 Let's Play gesagt, als ich so... Weiß ich nicht, 30 Sterne oder so hatte und dann in die erste Sterntür gegangen bin. Die Sternkraft hat dafür gesorgt, dass die Tür explodiert. So ähnlich ist der Witz ja auch. Ich glaube, Luke Millard hat sich da an meinen Witz versucht. Ich glaube, er hat in die Zukunft geblickt und hat sich gedacht, was wäre, wenn Kai diesen Witz bringt und das in seinem Let's Play einbaut und der Stern ist gar nicht mehr hier. Okay, er ist nur einmal da. Man kann den Stern gar nicht doppelt holen. Nice to know. Rein hier. Ich würde sagen, vorher erstmal ein kleiner Kicker Safe State. Okay. Was erwartet uns hier? Ein Wasserlevel. Und das Level heißt Bowser Wasserschloss. Ich hätte es ja genannt Bowsers Wasserschloss, aber das kann ja Luke Millards Sache sein, wie er das Level nennt. Deswegen will ich da gar nicht haten. Ist schon okay. So, okay. Ich würde sagen, mit Bowser kämpfen wir in diesem Part noch nicht. Wir sammeln erst nur die roten Münzen. Ich denke, das passt doch, oder? Ich denke, mit den roten Münzen kann man sich auf jeden Fall anfreuen, wenn wir das schaffen. Beziehungsweise, was ist mit den 100 Münzen? Wird es hier wieder 100 geben? Es sieht mir so aus, weil sehr viele Münzen, die aneinandergereiht sind oder Münzringe oder, ne? Wir haben jetzt schon 15 Stück. Ich werde einfach mal so viele Münzen sammeln, wie ich kann und dann sehen wir weiter, Freunde. Ist da oben irgendwas?
Schade, dass, zu schade, dass ich hier nicht in die Ego-Perspektive gehen kann, wenn ich schwimme. Macht aber auch irgendwie keinen Sinn, oder? Ich meine, Mario kann sich doch auch gut unter Wasser umsehen, oder ist er dafür zu unfähig? Ich bin Mario, ich kann mich nicht umsehen, wenn ich da... Aiuto te la detto. Ja, okay. Alles klar, Mario. Reden Sie ruhig weiter. Okay, und einfach nur Stalaktiten mit nichts dahinter, mit nichts. Nichts. Oder ist da oben vielleicht so ein Weg oder so? Guck mal an. Ich wette, wenn ich es gut schaffe, da Wandsprünge zu machen, dann klappt es bestimmt, dass ich da hoch kann, oder? Kann ich an den Stalaktiten überhaupt Wandsprünge machen? Geht das? Oder? Geht das überhaupt? Nee, geht gar nicht. Okay. Aber da geht's hoch, da geht es hoch. Vielleicht mit einem Dreisprung. Nee. Keine Ahnung. Erstmal ins Wasser. Erstmal planschen. Planschtime! Okay. Oh, da ist ein Strudel unten. Habt ihr den gesehen? Oh oh. Auf den Strudel habe ich mal so gar keinen Bock. Aber auch so gar keinen Bock. Was? Okay, random rote Münze eingesammelt, aber die Frage ist, wie komme ich da hin? Wie komme ich da? Wie komme ich da hoch? Aber wahrscheinlich von hier aus, oder? Das macht irgendwie Sinn. Okay. Ich würde sagen, Mario, was machst du da? Weil es gerade so passt, mache ich mal ein Safe State und das ist Safe State Nummer 7. Ich glaube, es würde sogar gehen. Ich glaube, es würde sogar gehen. Oder? Oder bin ich einfach nur wieder zu behindert? Hm. Nee, das klappt nicht. Man kommt da nicht hoch. Hm. Oder warte mal. Wandsprung-Time. Wandsprung-Action. Oder? Oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier Wandsprünge machen muss, um da hochzukommen. Ja, das ist, glaube ich, sehr gut möglich. Nur wie mache ich das jetzt am besten? Ah, oh, das war so klar. Ich wusste es. Ich wusste das. Ich komme zwar immer erst ein paar Minuten später drauf, aber ich hab's geblickt. Und was ist hier? Da geht's hoch. Will da hoch, will schauen, was... Nein, du Idiot, was machst du denn? Wir waren fast oben und dann machst du auf einmal so eine Scheiße. Dummer Idiot. Okay, zugegebenermaßen, ich bin an den B-Knopf gekommen, aber... Ist da echt... Ist da was? Oder ist da nichts? Nee, da ist nichts. Oder ist da oben was? Da ich ja sowieso hier oben nichts finde, ist es komplett egal, weil ich habe Safe gesetzt, ihr Bitches. Oh. Da oben ist ein Stern, ne? Ja gut. Aber ich frage mich, ob da oben eine rote Münze ist neben diesem Block. Das kann nämlich auch sehr gut sein hier. In dem Saftladen. Okay. Aber da komme ich nicht hoch, oder? Da mache ich überhaupt keine Höhe gut. Okay. Aber da kommt man wahrscheinlich auch wieder mit einem Weitsprung hin. Sehr gut, Mario. Hast du das war mal wieder ein sehr guter Weitsprung. Gefällt mir wieder. Ach, du Kacke. Stirb, du Wichser! Okay, er ist einfach so am Wasser zerschellt. Er ist nicht mehr auf den Boden gefallen. Er dachte sich nur so, okay. Wow. Läuft bei dir. Ich wette, die Muschel da unten hat eine rote Münze für uns, oder? Hast du eine rote Münze für uns? Nein. Gemein. Wofür ist der Strudel da? Ich will es gar nicht wissen. Ist da überhaupt was drin? Nö, ne? Ach nee, aber... Ah, guck mal an. Okay. Wohin auch immer das führt, oder führen mag, es ist auf jeden Fall knackig. Das wissen wir. So. Man kann bestimmt hochschwimmen, oder? Ja, kann man. Okay, das war irgendwie klar. Aha. Und da ist schon das Bowser-Level. Wollen wir aber nicht hin. Was, das Lava? Okay. Weg hier.
es macht gar keinen Sinn, dass der Lava ist, weil hier ist überall Wasser. Bollock Millard, hör auf. Okay. Nee, ins Bowser-Level gehen wir wie gesagt nicht, ne? Wir gehen jetzt nicht nach Bowser, wir gehen nach Rote Münzen. Hm. Immer noch. Verzweifelt. Auf der Suche nach Münzen. Die denken, sie könnten uns heilen, aber in Wirklichkeit heilt uns nicht die Münzkraft, sondern die Kraft der Luft. Hallo. Ach, hier ist sogar so ein Haus. Wahrscheinlich ist das seine Sommerhütte oder so. Und nur dann frage ich mich, warum Bowser hier keine Lava als See hat. Es macht gar keinen Sinn. Bowser hasst doch... Bowser liebt doch Lava. Das macht keinen Sinn, dass hier Wasser ist. Bullock Millard. Nur am Kritisieren hier. Boah, da ist einfach mal nichts drin, Mann. Das ist voll die Verarsche. Warum... Oh, komm, Alter. Okay, und wie komme ich zum Teufel da oben ran? Habt ihr das gesehen? Wie komme ich da an die rote Münze? Wahrscheinlich von da oben, oder? Oder vom Shy Guy da oben? Von der Höhe aus ist es nicht möglich. Also von dieser Höhe aus ist es nicht möglich, mit dem Shy Guy da hochzukommen. Weil du höhenmäßig da überhaupt nichts gut machst. Das ist das Ding. So, ist hier hinter eine rote Münze? Ich würde es mir schon fast wünschen. Aber es ist nicht so. Nein! Boah, das Feuer. So, nee. Jetzt gehe ich wieder in die Mario-Perspektive, weil die Lakitu-Perspektive fängt jetzt schon wieder an, scheiße zu werden. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ah, was ich mir auch vorstellen kann, dass man durch diese Plattform hier zu der roten Münze kommt. Das ist sogar sehr gut möglich. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, 8er Safe State. Weil wir es können. Und das war eigentlich sehr einfach. Man muss einfach nur dem Stalaktit ausweichen. Das ist nichts Schwieriges. Nein! Nein! Es könnte sein, dass wir den Shy Guy irgendwie noch brauchen. Aber jetzt für diesen Moment sage ich erstmal Geronimo! Okay, wow, that's fucking incredible here. Wow, wow. Ich frage mich auch, ob wir ins Haus reinkommen können. Ist das möglich oder nicht? Das ist eine Frage von Tag, die ich fragen kann. Hm. Sieht aber nicht so aus, weil... Nein. Nee, geht nicht, oder? Vielleicht mit einem Kick? Lass mich, du scheiß Flamme. Du bist ein Arschloch. Weißt du das? Da geht's auch noch hoch. Ich hoffe, dass die letzten Rotmünzen da oben sind, aber ich möchte mich nochmal ein bisschen schlau machen, ob da mehr oben ist und was in dem Block ist. Wenn in dem Block ein Stern ist, dann ist es ein bisschen... Weiß ich nicht, wie ich das finden soll, weil... Eine Münze! Boah, Luke Miller, du bist echt der Killer. Danke dir. Weil das hätte ich jetzt ein bisschen scheiß gefunden, weil da hinten ist ja auch schon ein Stern. Nöch? Wie komme ich da hin? 100 Pro mit dem Fly Guy. Locker. Oh, häng dich... Oh, er wollte sich da nicht dranhängen. Er wollte es einfach nicht. Er wollte es einfach nicht wahrhaben, dass er sich da nicht... ja. Du bist ein Arschloch, Mario. Ich wollte nur, dass du das weißt. Dankeschön. Jetzt kannst du auch immer wieder weiterspielen. Das ist kein Problem. Spiel weiter. Okay. Was ist hier eigentlich? Aha. Und da oben ging es ja auch noch hoch, ne? Jupp. Alles klar. 3 Münzen. Ich hätte jetzt ein bisschen geiler gefunden, wenn ich ehrlich bin, dass da eine rote Münze drin ist, aber gut. Das wäre auch mal wieder viel zu viel am Original bedient, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Und hier waren wir auch schon. Kennt ihr die Stelle noch? Ich glaube, hier haben wir die rote Münze eingesammelt. Nur... Gut, 9. Safe State. Ah, und das ist eine rote Münze. Das heißt, es lohnt sich wirklich. Why?
Aber man hat es vom Wasser aus überhaupt nicht gesehen, perspektivisch, dass es hier lang geht. Und da ist ein Stern. War aber auch irgendwie klar und man... Was? Okay. Man muss zum Stern hinspringen, damit man den bekommen kann. Das ist abgewichst, meine Freunde. Das ist sehr abgewichst, muss ich sagen, ja. Gut. Ja. Schwimmen wir zurück, ne? Hat keinen Sinn. So. Drei rote Münzen fehlen uns noch. Wo zum Teufel sollen die denn noch sein? Wo zum Scheiß Hengst? Wo zum abspritzenden Hengst sollen diese drei roten Münzen noch sein? Ich habe hier gerade echt keinen Überblick. Besonders hier in diesem Level gibt es auch wieder so tausende Stellen, wo man rein kann und so. Und hier ist nichts. Oder ist da oben noch was? Was bringt mir diese Plattform hier? Was bringt mir das? Da ist schon wieder ein Stern. Was ich mir vorstellen kann, wenn wir da hinten diesen Schalter aktivieren, dass hier Blöcke erscheinen, die uns zum Stern bringen. Weil ansonsten kommt man hier überhaupt nicht zum Stern hin. Leute, ich finde gerade die letzten drei roten Münzen nicht. Ich war ja doch schon überall. Oder war ich überall und nirgends? Das kann auch sein. Ja, das macht irgendwie Sinn. Ja, Kai. Ja, da habt ihr es gesehen, da erscheinen wirklich Blöcke. Und ich springe da einfach mal hin, weil ich wissen will, ob es da eine rote Münze gibt. Okay, scheißen wir da drauf. Vielleicht gibt es irgendwie außerhalb eine rote Münze. Aber ich finde es gerade echt beschissen. Ich finde hier gar nichts. Ich finde hier echt gar nichts. Das ist mal wieder so ein Moment im Part, den kannst du keinem andrehen, weil du halt einfach nichts findest. Was ist hier? Hier waren wir doch schon, ne? Ja, da waren wir doch schon. Da war doch nichts. Ja, andererseits, mir bleibt doch nichts anderes übrig, als hier überall hinzugehen und zu hoffen, dass da irgendwas ist. Weißt du? Oder hat das hier echt mehr auf sich? Aber da oben kann doch nichts sein. Aber andererseits, warum sollte man da... Andererseits, wieso zum Teufel kann man da dann Wandsprünge machen? Oder ist es nur zum Troll? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ach, Kinners. Jetzt erlöse mich doch und gib mir die scheiß drei roten Münzen. Ich habe jetzt hier die Hoffnung, dass hier außerhalb irgendwo eine rote Münze ist oder so eine Einkerbung oder ein Weg, wo ich rein kann. Sag mir bitte, dass es hier irgendwo einen Weg gibt, wo ich rein kann. Und hier einfach so random auf dem Meeresgrund so eine rote Münze. Oh. Ja. Gut. War irgendwie klar, aber auch irgendwie nicht, weil... Ja, doch, irgendwie war es berechenbar. Und bei denen war ich auch schon am Schauen, ne? Ja, bei denen habe ich auch schon reingelunzt. Gut, dann scheint es ja wahrscheinlich in den Wänden mehrere Einkerbungen zu geben, wo es halt die roten Münzen gibt. Ich würde sagen, halten wir mal danach Ausschau, ne? Okay, geil. Siebte rote Münze. Eine fehlt uns noch, meine Freunde und Kinderchens. Gut. Dann habe ich wahrscheinlich dieses Wasserteil noch nicht so ganz gut erkundet. Aber macht ja nichts, ne? Ich meine, dafür kennen wir jetzt das Level dreimal auswendig. Ist da oben vielleicht noch eine rote Münze? Ne, von da kamen wir ja. War ich hier schon? Ich wollte schon sagen, sah mir gerade irgendwie die Stelle aus, wo ich hochgekommen bin, wo die siebte rote Münze war, aber... Ist ja nicht so! Also halt's Maul! Komm, sag mir bitte, dass da eine rote Münze drin ist. Auch nein, fick dich. Wie einfach mal gar nichts ist. Wie hier einfach mal nichts ist. Nichts. Und hier waren wir auch schon. Leute, ich glaube, ich cutte euch das, Mann. Ich glaube, ich zeige euch die letzte rote Münze. Also, bis gleich. Leute, ich war überall. Ich habe jetzt mindestens eine Viertelstunde lang gesucht, um zu erfahren, dass sie hier war. Ist das dein Ernst? Ich war hier doch schon.
Ist das dein scheiß Ernst? Meine Fresse. Ich habe über 15 Minuten gesucht, um diese scheiß rote Münze zu finden, Alter. Jetzt verkack mir hier nicht. Ich war überall. Ich war einfach überall. Und nirgendwo habe ich diese scheiß letzte rote Münze gefunden. Ich dachte mir, ich bin der tausendmal ohne Block geschwommen. Hin und her. Und habe alles nach Löchern in den Wänden abgesucht, aber da war nichts. Oh, das Einzige, was da war, ist Leere. Scheiße. Naja, komm. Mit 6 Parts in diesem Part kann man sich nicht beschweren. Er war wahrscheinlich wieder sehr lang, aber länger ist mein Schwanz. Und deswegen würde ich sagen, war's das vom Part. Seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Also, haut rein, ciao.